Die konjunkturelle Lage in der M&E-Industrie ist derzeit sehr widersprüchlich. Normalerweise sehen wir eine Parallelentwicklung von Auftragseingang und Produktion. Im Moment müssen wir allerdings hier eine große Lücke beobachten, die sich auch in den letzten Quartalen weiter vergrößert hat. Sprich, die Neuaufträge sind auf dem Niveau des Jahres 2018 in etwa, während sich die Produktion ca. 18% unter dem Niveau von 2018 bewegt. Ursache für diese Lücke sind insbesondere Lieferengpässe, die die M&E-Industrie in Breite betreffen. Und nach zwei Rezessionsjahren in Folge, 2019 und 2020, haben diese Engpässe dazu geführt, dass sich die Erholung im Laufe des Jahres 2021 immer mehr abgeschwächt hat. Das kann im Moment noch niemand seriös sagen, wie lange die Lieferengpässe anhalten. Wir haben im Herbst letzten Jahres die Unternehmen befragt, wie lange sie glauben, dass die Lieferengpässe anhalten. Und da konnten 2/3 der Unternehmen nicht abschätzen, wie lange sie mit diesen Materialengpässen konfrontiert sein werden. Die restliche 1/3 der Unternehmen ging davon aus, dass die Produktionseinschränkungen mindestens noch 10 Monate anhalten, sodass wir hier an der Stelle für das nächste halbe Jahr eigentlich mit einer Fortsetzung der Produktionsengpässe rechnen müssen. Wir konnten auch beobachten, dass sich die Materialengpässe bis zum Dezember weiter verschärft haben und inzwischen 9 von 10 Unternehmen darüber berichten, dass sie Materialengpässe haben und dies die Produktion beeinträchtigt. Die Frühindikatoren sind diesbezüglich widersprüchlich. Auf der einen Seite deutet sich eine Stabilisierung jetzt im Dezember an, auf der anderen Seite hatten wir aber im Dezember einen neuerlichen Anstieg bei den Kurzarbeiterzahlen gesehen. Wir haben jetzt erstmals seit April 2021 wieder über 300.000 Kurzarbeiter in der Branche. Und vor dem Hintergrund gehen wir davon aus, dass die Produktion auch in den kommenden Monaten noch weiter gedämpft sein wird, sodass wir frühestens erst im Jahr 2023 wieder das Niveau von 2018 erreichen werden.